Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Fall Guys. Ja, heute ist ein Tag nach dem Jahrestag von Fall Guys. Heute ist der 5.8. Gestern war ja das Spiel vor einem Jahr rausgekommen, am 4.8. Sorry, wenn ich heute erst ein Video bringe und nicht am 4.8. Aber das, so war das auch, als vor einem Jahr das Spiel rauskam. Ich habe am 4.8. gleich nach der Arbeit angefangen zu zocken und habe dann das Video aufgenommen für den 5.8. 5.8. Also Tradition lässt grüßen. Wir haben natürlich das Geburtstagsoutfit an, ja, hier alles schön, ne, Krone und Outfit. Und ja, wir spielen jetzt auch die Jahrestagrunden, das sind die Originalkarten. Wie alles begangen stand da, sehr schön. Und ja, viel Spaß, ne? Ich hoffe, ich unterhalte euch damit. Ich werde natürlich auch unten in der Beschreibung, wie immer in der Beschreibung ist das letzte Video. In dem Fall werde ich mein allererstes Vorgehaltsvideo von vor einem Jahr hier verlinken. Dann seht ihr mal, wie das damals aussah, so wie jetzt gerade bei den Karten, die wir spielen. Hahaha. Aber ja, warum nicht? Auf jeden Fall mache ich das. Der hat auch alles an. Und geil ist, wenn man andere Farbe nimmt, dann ändert sich auch die Krone. Oh ne, das ist keine gute Idee. Ja, gelb ist besser. Schön den Hechtsprung aufstehen. Noch nicht. Nein, erstmal nach hier. Und jetzt auf lila. Nein, zu früh. Scheiße. Ich habe mich um 2 Meter vermacht, aber es macht ja nichts, ne? Aber schön, wie viele mit den Geburtstagsskin rumlaufen. Sehr schön. Die coole Krone und das schöne Outfit. Nein, dumme Idee, nein. Warum meine Mitspieler alle so lieb sind und freiwillig in den Tod rutschen, weil sie selber nicht raffen? Wie wäre es, wenn wir jetzt mal nach links gehen, nach rechts gehen? Oh. Ich hasse die Wippen. Habe ich das damals schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, super, ich bin auf die falsche gegangen. Ah. Ja, okay, wir schalten Runde 1 aus. Warum nicht? Oh, nee, noch nicht, oder? Doch nicht. Warte mal. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Ein Jahr Fall Guys. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass das Spiel ein Jahr lang auf jeden Fall standhält? Ich ehrlich gesagt, ja. Es ist so wie Fortnite. Das sind einfach Spiele, die im ersten Moment so aussehen, als könnten sie nichts. Und ja, wir kommen weiter. Und dann aber doch ein Jahr lang sich behaupten. Ganz ehrlich, ich spiele es immer wieder. Kommt eine neue Season, mache ich Videos. Ich feiere Fall Guys trotzdem sehr, sehr, sehr. Okay, und weiter geht's. Also jetzt haben wir angeblich nur die Karten, die es in Tag 1 gab. Warum nicht? Ja, schwindelnde Höhen. Ha, die Karte gibt's auch noch. Ich hoffe, das ist die Originalkarte und keine verifizierte, nein. Veränderte. Aber es heißt, das sind die Karten von Tag 1. Also original. Also easy win. Na, ja, ich feier's. Ich hätte das Video natürlich gerne gestern rausgebracht, am 4.8. Muss sagen, ich drehe das Video aber erst um 0.45 Uhr am 5.8. Und ja, es ist indirekt Tradition, es am 5.8. bei mir rauszubringen. Das war mit dem ersten Video auch so. Kam auch erst am 5.8. Am 4.8., wie gesagt, habe ich nach der Arbeit angefangen zu zocken. 2 Stunden. Und dann habe ich ein Video gemacht für meinen Kanal. Und ja, ist halt so. Ich müsste aber nochmal bei YouTube gucken, ob Zombie schon ein Video gemacht hat. Es ist Geburtstag. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Muss man sagen, ich spiele es ja auch nur wegen ihm. Er hatte, glaube ich, hier diese bewahrten Beta-Einladung. Dann hat er das mit dem Freedom Squad gezockt damals. Und dadurch bin ich auf das Spiel aufmerksam geworden. Und als das rauskam, war ich wirklich Feuer und Flamme. Und ich spiele es immer noch nach einem Jahr. Es gibt Spiele, die zocke ich nicht nach einem Jahr immer noch, ne? Okay, doch schon. Nein, ich feiere das Game wirklich. Und ich denke mal, das wird es auch noch ein Jahr geben. Also, ich glaube, wir feiern nächstes Jahr dann den zweiten Geburtstag auf jeden Fall. Weil das Spiel ist für sich eigen. Oh, scheiße, wir sind raus. Und wir sehen den Ball ins Gesicht kommen. So langsam war ich doch gar nicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Das Spiel ist für sich eigen. Hindernisrennen, ja. Runde Nummer 2, wir spielen Hindernisrennen. Mal gucken, ob ich diesmal mehr als 2 Runden aushalte. Eigentlich meine ich damit, das Spiel hat sein eigenes Gameplay, seine eigene Art. Sie haben ja auch schon Avatars, die man so kennt aus anderen Spielen. Among User, dann das, was man jetzt in den Season Pass freischalten kann. Das ist ja auch so ein Spiel, was, glaube ich, sogar Zombie gespielt hat. Glaube ich. Oder eben die ganzen anderen Skins, die man hier hat. Es ist für sich ein geiles Spiel. Na, es macht Fun, na klar.
Oh, ich hätte so ein gelb lila nehmen sollen. Ich sehe gerade den da vorne. Das sieht auch natürlich geil aus. Steh auf. Ich glaube, ich scheide hier bei jeder Runde raus. Das sind die Originalkarten unverändert. Und ich scheide aus. Hallo? Was ist denn los mit mir? Naja, am Anfang bin ich ja auch öfters ausgeschieden. Aber wie gesagt, in der Beschreibung werde ich das allererste Video von mir, von Fall Guys, verlinken. Was auch am 5.8. kam. Ach, das ist ein Zufall. Ein Tag nach. Oh, hier bin ich damals so oft rausgefallen, weil ich das Timing nicht hatte. Danke. Oh mein Gott, nein, nein, lass mich doch mal Ruhe, nein! Hä? Oh Mann! Ich scheide doch wieder aus, ich habe gar nicht keine Lust mehr auf die Originalkarten. Ey, komm schon! Ey, das kann's doch nicht sein! Ey, das sind die Originalkarten, hallo! Türenlauf und Runde Nummer 3. Ja, mein Gott. Ey, das sind die Originalkarten. Ich kack ja ab, Alter. Es sind unveränderte Originalkarten. Ich komme nicht weit. Ich fliege doch gleich auch wieder bei Türenlauf raus, oder? Seid ihr dabei? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Sagt ja oder nein oder vielleicht oder doch oder ich habe keine Ahnung. Drückt mir einfach die Daumen, alter Falter. Ich krieg ja gleich einen Hals. Ein Geburtstag soll Spaß machen, Mensch. Mein Zeitpunkt der Aufnahme ist noch der Geburtstag, es sei denn, wir feiern ein bisschen länger als einen Tag. Okay, okay. Ja, falls ihr mich findet, sagt mir Bescheid. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Hallo? Hä? Wer hat sich denn da angezeigt? Ich habe die Farbe nochmal geändert. Guck mal da. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, ich habe nochmal die Farbe geändert. Dieses schöne Blau-Schwarz. Nein, ich fliege doch gleich wieder raus, verdammt. Das ist doch ein dummes Video gerade. Oh Mann, ey. Und ich liebe das Spiel wirklich. Das glaubt mir keiner. Weil wenn ich es nicht mögen würde, nur weil ich mich aufrege, dann würde ich es auch nicht mehr spielen. Auch komm, beide auf der Seite. Wer hat sich dann das durch Zufall einfallen lassen? Wer kam denn auf den dummen Zufallsgenerator? Jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Wir müssen uns so ein bisschen vorschleichen. Dumpen. Ja, okay. Alter, guck mal, bei der Menge bin ich da schon wieder drauf. Oh nein, das ist keine unveränderte Karte von Tag 1. Hallo? Das ist aber beschiss. Ich dachte, das sind... Ja. Ich bin schon wieder raus. Okay, große Fans, wir spielen jetzt Trio-Drups. Weil ich fühle mich gerade verarscht. Ich schaffe da kaum eine Runde und es sollen die Originalkarten sein. Jahrestagskarten. Und es sind veränderte Karten. Ich glaube nicht, dass da am Anfang unten Ventilator war. Bin ich mir jetzt unsicher. Damit wir jetzt ein bisschen Spaß haben, spielen wir nochmal Trio-Drup mit irgendwelchen Randoms. Das klingt so negativ. Mit irgendwelchen anderen Spielern, die wir nicht kennen, mit denen wir nicht reden können. Und haben Spaß. Und wie gesagt, guck doch mal. Oh, guck mal, die sind alle auch so schön mit Kronen unterwegs, Mensch. Oh mein Gott, ich bin so... Ey, ich bin nicht einzigartig. Scheiße, ich bin vor Angst runtergefallen. Ich bin nicht einzigartig. Der eine hat genau das gleiche Outfit. Halt, nein, ich habe noch einen Gürtel um. Ja, ich habe noch einen Gürtel um. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass es gut ist. Oh, das ist weit weg. Nein. Geht ihr ruhig in die Richtung? Nein! Kasperle. Spitze Öhrchen. Wo ist eigentlich mein Trupp? Ach, da. Okay, warum ich Trupp spiele? Ja, dann ist die Chance größer, dass ich weiterkomme. Ey! Habt ihr das gesehen? Die schubst einen raus, die Schweine. Hallo? Nicht so nah. Oh, mein Teammate ist hier. Halt, das war eine dumme Idee. Ja, ich folge mal dir. Nein, ich nehme einen anderen Weg. Danke. Alter, ist das eng? Was ist denn hier los, Mensch? Alle so voll am Kuscheln hier, ey. Mein Teammate fällt runter. Sehr schön. Danke. Lass mich mal dahin. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Der hat das gleiche Outfit. Die Schwester hat das gleiche Outfit wie ich. Du kleine Ziege. Okay. Die Balken machen immer so ein bisschen Aua. Aber... Ich werde jetzt erstmal jumpen. Und jumpen. Komm dann auf jeden Fall hier hin. Werde natürlich auch in die Richtung jumpen. Nein, das war eine dumme Idee. Boah, ich will nicht schon wieder rausfliegen. Keiner aus meinem Team ist im Ziel. Beschwer dich nicht, du bist genauso scheiße gerade. Ich glaube, heute ist kein guter Tag, um Vollgas aufzunehmen. Ich glaube, die cheaten alle. Das Heftige ist, keiner aus meinem Team ist drin. Wir können keine Punkte holen. Also nicht, dass wir keine Punkte holen können, sondern...
Wenn wir Punkte holen, werden wir richtig mies sein. Ich habe die ersten 6 noch nicht Punkte geholt. Hallo, Team. Mein Team scheidet aus. Alter, was ist denn heute los? Ah, Wippel, Wippel, Wippelwirrwarr. Mal gucken, ob das Runde Nummer 5 ist. Runde Nummer 2. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es gleich. Ich sag mal so, wenn ich jetzt mehr als 2 Welten schaffe, ist das Runde Nummer 2. Ansonsten, wenn ich jetzt hier auch gleich wieder ausscheide, ist es Runde Nummer 5 und ich habe dann auch keine Lust mehr, das Video ist lang genug. Ich komme abrupt oder ich selber, ich kam bis jetzt, das werdet ihr im Video gesehen haben bis jetzt, ich bin als rausgeflogen. Mein Trupp war genauso scheiße wie ich. Und ja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist heute um die Uhrzeit Vollgeist gegen mich. Und schon lange war Vollgeist nicht so gegen mich wie heute. Schon lange war ich nicht mehr so schlecht. Obwohl, es ist Jahrestag. Zwar 5.8., wenn das Video rauskommt. Aber vom Jahr kam Vollgeist raus. Und vom Jahr war ich auch nicht wirklich besser. Ja, okay, kommt hin. Kommt schon hin. Hallo. Mann! Ey, da rettet mich das Blümchen und dann falle ich trotzdem wieder hin. Okay, ich versuche trotzdem ruhig zu bleiben. Ich habe auch versprochen, weniger mich aufzuregen in den Videos. Beziehungsweise bringt es ja auch nichts. Okay, 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 okay. Komm. Und Glück-Timing! Wuhu! Okay, 2 von uns sind drinnen. Wir sind bis jetzt 9. Die besten 14 kommen weiter. Komm schon, Bro, marschier durch. Jetzt hüpf, jetzt hüpf, ja. Bisschen zu spät, aber gut, geht noch. Und... Scheiße, wir sind 10. Alter, wir können immer noch rausfliegen. Drückt mir die Daumen, dass wir nicht rausfliegen. Los, schreibt in die Kommentare. Nicht rausfliegen, nicht rausfliegen. Vielleicht klappt das ja. Okay. 95. Truppenpunktzahl. Naja, geht so. Ich war auch nicht so schnell auf der Karte unterwegs. Irgendwie ist es heute nicht gut. Ah, Runde beendet. Wir sind weiter. Sehr schön. Ich sag mal, das ist vielleicht auch Runde 3. Ich weiß es nicht, ne? Runde 2, Runde 3... Aber ich finde das mit der Krone cool. Und mit dem Design. Feier ich. Schade, dass man es kaufen musste. Okay, große Fans. Oh mein Gott. Können wir schaffen, können wir nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es Runde 2, 3 ist oder ob es Runde 5 ist. Ich sehe es am Ende erst des Videos und danach im Schnitt. Ihr seht am Anfang der Runde immer, welche Runde es ist. Die stimmt eher als das, was ich sage. Ja, ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder ob ich es vorher gecuttet habe. Ich finde schade, dass es die Krone und das Design für Geld gab. Wir spielen immer noch Trio Drups. Wiederum muss man sagen, es war günstiger. Da muss man jetzt auch sagen, bei Fortnite wäre das im Geburtstag mit drin, umsonst. Wiederum muss man sagen, Fortnite ist ein Spiel, was umsonst ist. Da müsste man sagen, Fall Guys muss man was zahlen, um es zu spielen im Kauf. Ja, also ist Fortnite besser. Da muss man wiederum sagen, dafür ist der Season Pass oder Battle Pass hier umsonst. Und bei Fortnite kostet der Geld. Versteht ihr, was ich meine? Nö. Es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Spielen, wo Fortnite sagen würde, ey, das ist jetzt umsonst, das ist Geburtstag, sollen mit feiern. Zahlst du hier einen kleinen Preis und das ist alles noch voll im Rahmen. Oh mein Gott, ey, mit den Lüftern. Ich kacke doch bei den Lüftern ab. Ich kacke doch so bei den Lüftern ab. Ja, gehe ich weiter nach links, werde ich von den Lüftern erfasst. Also ich fliege jetzt auf jeden Fall raus. Es sei denn, mein Team ist gegenüber zu mir gut. Ja, super, die Kids nehmen auch noch die Lüfter. Ey, das kann doch nicht funktionieren mit den Lüftern. Okay, ich probiere es. Und ich erwische den blöden Zeiger. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, ich hoffe, dass mein Trupp wirklich gut ist, weil ich, okay, ich verstehe das System. Okay. Mann! Ich habe keine Lust mehr. Ey, ich schwöre, ich mag das Spiel. Aber ich habe heute... Ey, warum? Wieso erwischt dich der Ventilator mit verschiedenen Geschwindigkeiten? Hä? Okay, okay, okay. Einer ist drinne. Oh mein Gott, wenn... Wir fliegen doch raus. Warum passt das gerade nicht weit? Was soll das? Voll geil, baut doch keine Scheiße. Und noch einmal die Plattform, dann den Zeiger und die Zeit läuft ab und ich falle runter, willst du mich verarschen? Danke fürs Zusehen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus.
Wortwörtlich raus, raus, raus. Ein Jahr Fortnite. Vollgeist. Peace.